Ich schätze mal, ich muss den Vogel freilassen. Aber warum ist der eingesperrt? Lasse ich erstmal den Kleinen ran, weil ich... Oder? Erst den Großen? Ich weiß es nicht. Wird der Große ihn auch freilassen? Nein. Ausnahmsweise lässt der Große ihn nicht frei. Das finde ich ja witzig. Jetzt muss ich den Kleinen ranschicken. Zack. So, wem auch immer ich jetzt ein Haustier gemobst habe. Achso, die Bank. Oh. Ja, auf die Bank kann ich mich draufsetzen. Und dann hat man eine wunderschöne Aussicht über das Umland des Dorfes. Mit dieser Mühle da hinten. Finde ich wunderschön. Überhaupt ist dieses Spiel unheimlich schön gestaltet. Wenn auch teilweise etwas unheimlich und vor allem sehr traurig. Ist es doch ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, meiner Meinung nach. Jetzt muss ich mal eben gucken. Kann ich hier irgendwas... Ach so, hier unten, genau, da konnte ich was tun. Wie ihr seht, der kleine weiße Hase hüpft den anderen immer hinterher. Und ist aber ganz traurig wahrscheinlich, weil er nicht dazugehört. Die hüpfen immer vor dem weg. Und wir können dem armen Häschen helfen. Der schubt den an, dass er zu den anderen gehen soll. Das ist voll süß. So, aber der Kleine hat eine Lösung. Achtung, Achtung. So. Der macht den nämlich einfach schwarz. Und jetzt gehört er dazu. Und wie er sich freut. Das ist voll süß. So, hier hätte man normalerweise das Achievement Hasenfreunde bekommen. Das habe ich aber schon beim letzten Mal, deswegen wusste ich ja auch, was ich tun muss. Gehst du da mal hoch? Danke. So, aber es gibt ja auch... Irgendwann kommen wir zu einer Stelle, bei der ich dann auch erstmal nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wahrscheinlich. Moment. Boah, der macht ihm einfach mal das Dach kaputt. Was für ein kleines Arschloch. Der Große fährt wahrscheinlich wieder nach dem Weg, ne? Ja. Das ist bei dem Großen manchmal ein bisschen unspektakulär. Allerdings sagt er mir irgendwie nichts, okay. Na, dann halt nicht. Und ich kann mir auch denken, wo es weitergeht. Es gibt ja nur einen Weg. So. Hier muss ich jetzt... Einer muss quasi dieses Rad betätigen. Und der andere muss dann ein Schäfchen hier rüberholen. Ich nehme mal an, dass das nur der Große kann. Ich möchte aber gerne mal sehen, wie der Kleine auf die Schafe reagiert. Was macht der denn mit dem? Oh, der streichelt die. Na gut. Sehr süß. Aber mehr macht er dann auch nicht. So, dann lasse ich mal den Kleinen hier da Dingen aktivieren, dass der Große hier so ein Schäfchen dann rüberholen kann. Wartet! Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt nämlich noch ein Achievement, das sich, glaube ich, schwarzes Schaf oder so ähnlich nennt. Ich glaube, ich kann ja auch ein Schaf schwarz machen. Da unten bei den Hasen. Probier das jetzt einfach mal. Aber ich komme hier gar nicht durch mit dem Schaf, ne? Nein. Da. Okay. Ich weiß auch nicht, ob das Schaf mir hinterher rennt. Ich glaube eher nicht. Nö, es frisst einfach die Dielen hier. Nee, ein bisschen schade, warum komme ich denn nicht durch mit dem Schaf? Das muss doch gehen. Lass mich durch. Ha, es hat geklappt. So, ist eine etwas langwierigere Sache jetzt leider, aber ich will das einfach mal versuchen. Ups. So, nein, nimm es wieder, nimm es wieder. Ah, ich muss den Kleinen natürlich hinterher schicken, sonst... Der Große irgendwann ungeduldig und ruft nach dem.
Puff. Ja, Errungenschaft, schwarzes Schaf. Jetzt habe ich ein schwarzes Schaf. Das ist cool. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch da hoch. Wenn nicht, muss ich mir ein anderes schnappen. Nee. Okay, jetzt kriege ich das Schaf nicht mehr da hoch. Scheiße. Okay, dann muss ich mir ein anderes schnappen. Aber ich habe eine neue Errungenschaft. Ich bin voll der Achievement-Sammler hier bei euch. Also mit euch. Beim letzten Mal ist das gar nicht so viel gewesen, was ich hier so gesammelt habe. Aber hauptsächlich auch, weil ich gar nicht genau wusste, wie ich die denn sammeln kann. Okay, gut. Jetzt habe ich ein Schäfchen hier. Setze ich das hier in das Rad rein. Und dann fängt es an zu laufen. Und dann kann es weitergehen. So. Und Rutschparty. Yep. Zack. Oh Gott, das sieht ein bisschen gefährlich aus hier. Ah, da komme ich gleich zur nächsten Stelle. Ich höre es schon. Da unten läuft immer noch der Hund rum. Wetzt über das Feld und bewacht es. Er bewacht es durchaus sehr gewissenhaft. Da hört man jemand sehr großes, sehr bitterlich weinen. Der hat Pilze auf dem Rücken und auf dem Kopf. Ich finde das irgendwie süß. Kann ich hier pausieren? Ja. Okay, ich werde hier mal einen ganz kurzen Cut setzen, werde kurz was essen und danach geht es dann auch auf jeden Fall direkt weiter. Bis gleich. So, Leute, kleine Planänderung. Ich habe mein Essen jetzt in den Ofen geschmissen und es braucht noch ungefähr eine Viertelstunde. Dementsprechend werde ich jetzt doch noch ein bisschen weitermachen. Und ja, der Gute hier will uns jetzt helfen. Ich habe... Also man kann sich ja schon fast denken, was hier passiert ist. Ne? Es gibt ein Doppelbett, es ist für zwei Leute der Tisch gedeckt. Also ich nehme an, er vermisst einfach jemanden, den er wahrscheinlich verloren hat. Das ist jetzt so witzig. Hi. Ui. Der schmeißt die einfach mal da hoch. Hey, Nai. Ei, ei, ei. So, dann nutze ich mal kurz die Zeit und pflanze mich mal hier hin. Um auch hier ein bisschen die Aussicht zu bewundern. Da oben ist tatsächlich irgendwas, wo ich auch wahrscheinlich hin muss. Das sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Ja. So, und dann einmal eben ein bisschen die Kamera ändern. Da hinten sieht man übrigens auch an den Felsen die Schatten von den beiden. Das finde ich ziemlich cool gemacht tatsächlich. So, und weiter geht's. Hopp. So, hier muss man sich dann festhalten natürlich. Ui. Ich finde das furchtbar süß gemacht, wie der den beiden jetzt hilft. Das ist auch, ja. Ich finde eine ziemlich interessante Stelle gewesen, weil hier kommen die selbst zu zweit nicht wirklich weiter. Und der hilft ihnen hier jetzt halt so an allen Ecken und Enden. So, okay.
Oh, hier geht's dann jetzt nochmal weiter. Ich habe übrigens das Fenster auf, also falls man irgendwelche komischen Geräusche hören sollte, die nicht zum Spiel gehören. Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Ja, kann sein, dass die von draußen kommen. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, gerade weil hier so Nebengeräusche in dem Spiel schon relativ blöd sind. Aber schauen wir mal. So, hier bildet er uns jetzt eine Brücke. Laufen wir quasi über seinen Rücken darüber. Hier auch das mit den Schatten, überhaupt diese Grafik finde ich eigentlich echt richtig, richtig toll. Auch wenn das eher so eine, ja, ich sag mal so ein bisschen minimalistische Grafik ist, aber ich finde es doch richtig, richtig toll gemacht. Vor allem die Pilze aus seinem Rücken. Ich mag die Pilze irgendwie. Die sind süß. Ach so, jetzt zeigt er da hoch, genau, dass wir da hoch müssen. Okay. Klettert er daneben hoch. Und wir hier. So, warte ich mal, bis beide hier sind, weil. Zack, synchron klettern. So, dann klettern wir hier an ihm quasi weiter. Vorsicht, nicht die Pilze ausreißen, Jungs. So. Und hoch mit euch. Hey, Naik! Ja gut, Naik kann man sich ja jetzt fast schon merken. Einfach weil der Große den ständig ruft. Aber ich wüsste immer noch gerne, wie der Große heißt. Ja, ich glaube, jetzt werden wir wieder geworfen. Oh, hier kommt ein laues Lüftchen rein, Leute. Ich hoffe, das Mikro nimmt das jetzt nicht alles auf. Wow. Das hört sich mega lustig an. Whoop. Oh, lala. Ziemlich sportlich, der Große. Also der Ogre. Ogre ist das, glaube ich, ne? Würde ich jetzt mal so sagen, dass das einer ist. So, jetzt auch wieder hoch. Und Hey, so. Oh nö. Jetzt nimmt er sie beide. Ach ja. Oh Gott. Aha. Wow. Das ist ein ziemlich interessanter Weg tatsächlich. Ich gehe mal eben kurz hier gucken, ob ich hier irgendwas machen kann, aber ich glaube auch eher nicht. Nee. Sieht so aus. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt natürlich wieder unseren Trick hier anwenden, damit der Kleine auch mit kann. Oh. Ups. Ja, die Steuerung. Die böse, böse Steuerung. Komm schon, du gehst rein. Nein, nicht raus. Geh doch rein. Er will nicht. So, jetzt hab ich's. Okay. Oh, das ist aber auch verdammt tief hier. Aber es sieht unheimlich cool aus. Da geht's rein, okay. Ja, ich glaube, der kommt hier aber nicht rein, ne? Deswegen müssen wir jetzt alleine weitergehen. Na, es ruckelt wieder ein bisschen. Aber hier wurde auf jeden Fall gespeichert, das ist gut. Ja, ich glaube, hier ist so ein kleiner Lichtbug. Sieht zumindest danach aus. Okay. Ah. Hier kommt wieder nur der Kleine durch, aber ich kann aushelfen. So.
schauen wir uns mal hier so ein bisschen um. Hier ist wieder eine Bank. Le Bank. Wow. Ja, hier sind so ein paar Mechanismen, die wir dann gleich noch betätigen dürfen. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus. Ich weiß, ich wiederhole mich. So. Das ist eigentlich ganz witzig hier, weil man kann sich hier jetzt festhalten. So, dann muss man hier rechtzeitig loslassen, damit man nicht runterfällt. So. So, dann mache ich mit dem Kleinen jetzt auch nicht. Zack. Zack. Fertig. So. Geht's dann weiter? Mir kommen wieder ziemlich viele böse Passagen. Aber, was ich doch... Oh Gott, das wird so laut hier, meine Güte. Was ich doch ziemlich gut finde, ist, dass man eigentlich nie wirklich lange braucht, um herauszufinden, was man machen muss. Also hier zum Beispiel jetzt. Ach, Steuerung. Sorry. Hier zum Beispiel jetzt rennt man hier einmal kurz durch, findet da dieses Rohr und weiß sofort, was man mit dem Rohr machen muss. Nämlich, dass da vorne, also erstmal hier das mit beiden natürlich greifen. Dann hier durchlotsen. Das ist auch schon mal so ein Abenteuer für sich, das Ding hier irgendwie durchzukriegen. Jetzt muss man nämlich mit dem hier rüber. So rum, damit man das hier dann überhaupt durchbekommt. So ein bisschen tricky, teilweise. Aber das ist dann halt dafür da, um dieses Zahnrad da drüben auf der anderen Seite zu blockieren. Also wenn man sich vorher so ein bisschen genauer umgeschaut hat, weiß man das, dann konnte man sich das auch sehr gut herleiten, finde ich. So. Ihr seht, dieses komische Rad da vorne bewegt sich die ganze Zeit bei dem Wasser. Und das wird hierdurch angetrieben. So, jetzt schmeißt man das da einfach rein. Zack, dadurch sind die Zahnräder blockiert. Und das hier hat angehalten. So, na, da kommt man nicht durch. Hier. So, müssen wir jetzt darüber. Ich finde diese flackernden Lichter hier auch ziemlich cool. Also diese sieht aus wie diese Glühwürmchen oder sowas. Sieht echt cool aus. Vor allem die Grafik von dem Wasser und auch von dem Gestein und sowas. Das ist alles echt richtig cool. So. Hier ist jetzt Spezial. Ich muss mal kurz überlegen. Ja, genau. Ich glaube... So, jetzt muss ich hier erstmal schauen, so, dass ich einmal auf der einen Seite was da anstupst. So, zack, so, dass es hier ausgefahren wird. Und dann einmal das hier einmal komplett rumdrehen, damit es auf die andere Seite kommt. So. Wie gesagt, es ist eigentlich relativ einfach herauszufinden, was man machen muss. Es ist jetzt nicht so, dass man hier stundenlang erstmal rumrätseln muss, wie man jetzt weiterkommt. Das ist auch mit ein Grund, warum dieses Spiel relativ kurz ist. Jo. Und was mich am Anfang wahnsinnig erschrocken hat, man kann tatsächlich auch sterben. Ich meine, natürlich ist das logisch. Das finde ich auch ziemlich cool hier. Diese Schatten, diese Silhouetten von den Brüdern sind noch zu sehen. Bei dem einen, der große ist blau, der dunkle ist, der kleine ist halt irgendwie so rötlich-braun, keine Ahnung. Wahrscheinlich so von den Farben von den Klamotten her. So, hier muss man jetzt wieder dann schauen, dass man hier mit dem kleinen hochkommt. So, und jetzt muss man natürlich den großen noch irgendwie hier hochkriegen. Und das macht man folgendermaßen. Nehme sich da dran. So,
dann hält das Rad nämlich an. Jetzt muss ich die Aktionstaste von dem Kleinen aber die ganze Zeit gedrückt halten, weil er sonst loslassen würde. Ja. Genau, muss ich jetzt warten, bis der hier oben ist, und dann kann ich mit dem auch loslassen. Guck mal da unten. Sieht man schon so andere Oger am Arbeiten. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich hier unten irgendwas tun konnte, aber ich glaube auch eher nicht. Ich weiß, dass ich mit dem Wasser interagieren kann. Was ich irgendwie ganz, ganz niedlich fand. Und der Große macht sich schon ein bisschen sauber. Wäscht sich so das Gesicht. Und der Kleine spielt mit dem Wasser rum. So, ich habe erst überlegt, ob ich noch irgendein Achievement mit den Fischen erreichen kann. Aber ich glaube nicht. Ich habe mir die Achievements ja am Ende auch mal angeguckt, die man erreichen konnte. Und da war nichts, was irgendwie mit Fischen zu tun hätte. Ups. So. Schauen wir uns das hier nochmal an. Da drüben sieht man auch so, wo die Lichtstrahlen dann reinfallen, dass da auch so ein bisschen Bäume wachsen und sowas. Echt mega cool. Ich lasse das jetzt erstmal so. Und kümmere mich dann erstmal kurz um mein Essen. Und danach geht es dann auf jeden Fall weiter, würde ich sagen. Jo, so, bis gleich. So, Leute. Gesättigt und bereit weiterzumachen. Dann setzen wir das Spiel mal fort. Ups. Ey. Oh Gott. Oh, diese Steuerung. Okay. Da geht's auch runter. Kleinen Moment, ich muss noch mal ganz kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Der ist nämlich etwas laut. So. Ich hätte gerade nämlich den Ton während dem Essen ein bisschen lauter gemacht. Weil ich mir ein Video angeschaut habe. Okay. Jetzt gucken wir mal eben hier. Ich glaube, wir müssen dieses Ding zum Laufen bringen hier. Okay, läuft. Gut, dann hängen wir die schon mal daran. Der Kleine wartet dann jetzt quasi auf das nächste. So. Hier gibt es unfassbar viele Stellen, in denen man einfach in den Tod stürzen kann. Von daher, und vor allem muss ich immer wieder überlegen, welche Seite vom Controller ich jetzt loslassen darf und welche nicht. Das ist mega anstrengend teilweise. Okay. Hinauf. Zack. Jawohl. So. Darf ich jetzt wieder so ein bisschen... Ach hier, das ist jetzt ein bisschen tricky. Hier muss ich nämlich dieses Tor offen halten, damit der Große da durch kann. Das soll ich am Anfang immer ein bisschen... Vom Timing her hat das alles nicht ganz so geklappt. So, jetzt muss ich den mal kurz loslassen. Weil ich mit dem Kleinen hier... Kann ich da hoch? Nee, kann ich nicht. Ich den Kleinen jetzt hier wieder weiter muss. Das Tor wieder aufmachen muss. Damit der hier jetzt wieder weiter kann. Das ist... Gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, jetzt muss ich... Ups, mit dem Kleinen hier weiter. Bisschen quasi folgen. Das ist manchmal für den Kopf mega anstrengend. Wenn man sich hier das alles so mit der Steuerung merken muss. So, jetzt kann der Kleine sich hier oben festhalten. Jetzt. Also ist nichts für Menschen mit Höhenangst, glaube ich. Ach so, ich muss mich eher... Ja, muss ich jetzt wieder hier festhalten. Man muss quasi... für zwei... Charaktere denken. Oh, hier muss ich wieder aufmachen. Schnell, schnell, schnell.
glaube, das sollte reichen. Also das waren wirklich Stellen, die teilweise richtig alt anrichten, die teilweise richtig, richtig schwierig waren. Und das ist auch tatsächlich die Stelle, bei der ich mit den Charakteren das erste Mal gestorben bin. Oh Gott, ich hoffe, man hört diese dämliche Sirene nicht. Das ist schon das dritte Mal, dass hier jetzt eine herkommt. Aber ich will halt ganz gerne mein Fenster offen lassen, weil das echt angenehm ist mit dem Wind, der da hier reinkommt. Okay. Zack. Zack, zack. Jump! Die ganzen 100.000 Kletterpassagen. Aber im Prinzip muss man hier gar nicht wirklich viel tun. Also das Klettern ist gar nicht so das Schwierige. Diese kleineren Rätsel, die man hier immer lösen muss. Das ist das Schwierige. Es kommen noch schwierigere Kletterpassagen, auf jeden Fall. Zack. Zack. Oh, ups. Habt ihr gemerkt? Habe ich mit dem Kleinen kurz losgelassen. So, und das sind zum Beispiel so Stellen, wo ich dann auch echt schon ziemlich oft runtergefallen bin. Muss kurz die Aktionstaste loslassen. Und dann, wenn man auf der anderen Seite ist, dann halt direkt wieder aktivieren, damit der da halt sich wieder festhält. Das ist teilweise echt schwierig. So. Hier können wir jetzt da unten auf die Orks runter... Ach, keine Orks, Ogre immer noch runtergucken. Wir können mal gucken, wo wir jetzt hier überall entlang gegangen sind, ungesehen, wohlgemerkt. Na komm schon. Aha. Gut, hier muss man dann jetzt halt wieder ein bisschen klettern. Oh Gott. Verzeihung. Also es kann sein, dass mein Magen jetzt hin und wieder etwas seltsame Geräusche macht. Das war hier tatsächlich die Stelle, bei der ich das erste Mal gestorben bin. Weil man muss sich hier relativ fix festhalten. Muss ich mit dem Großen einmal kurz hier rüber. So. Damit ich hier so ein bisschen besseren Blick drauf habe. Man muss sich da wirklich... Wie ihr seht, der fällt auch schon immer relativ weit runter. Ja. Oh Gott. Ja. Also... Da war ich schon wirklich so ein bisschen geschockt. Vor allem auch der Bildschirm wird schwarz. Dieses... Badum, kommt auf einmal und du weißt genau, du hast ihn gerade in den Tod geschickt. Das ist richtig fies. Gott. Das ist so schwierig. Und so spannend, oh mein Gott. Halt dich fest. Oh Gott, okay. Jetzt der Große. Gott, oh Gott. Fällt ja auch einfach alles auseinander, ey. Boah. Also wie gesagt, auch tatsächlich beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, die erste Stelle, bei der ich tatsächlich dann gestorben bin. Das war fies. War richtig fies. Jetzt wird's interessant. Wie gesagt, nichts für Menschen mit Höhenangst. Das vibriert. Oh Gott, das vibriert so. Genau. Und hier bin ich dann das zweite Mal gestorben. Weil ich nicht gecheckt habe, dass ich laufen muss. Und zwar relativ schnell laufen muss. Oh Gott. Boah. Also, ne? Wenn man das aber geschafft hat, dann ist es ja eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass man nochmal stirbt. Aber das war so... Genau, und das erklärt auch, warum der andere, der arme Ogre, so traurig war. Weil hier seine Frau oder seine Freundin auf jeden Fall, die ist da unten.
Und normalerweise, also sobald das Schloss offen ist, kann ich jetzt den Käfig hiermit dann anheben, aber ich muss hier erstmal an den Schlüssel kommen. Und wenn man sich die Gitter anschaut, kann man sich vielleicht auch schon denken, wie man das Ganze macht. Wenn man die Eigenschaften der beiden Brüder kennt, weiß man, dass nur der Kleine hier durchkommt. Und im besten Fall nicht auf die Knochen treten. Der ist doch schon sehr schlau. Kam zum Glück auf die Idee, ich habe Facebook nicht ausgemacht, es tut mir leid. Kam zum Glück auf die Idee, leise zu gehen. Wenn man auf die Knochen treten würde, würde man natürlich Geräusche machen. So, jetzt muss ich die Aktionstaste die ganze Zeit gedrückt halten, sonst lässt er den Schlüssel nämlich fallen. So, gehe ich mal zurück. So, gut, jetzt kann ich dann hier das Schloss aufmachen. Zack. So, jetzt kann der Große hier hoch und dann den Käfig aufmachen. Und dann wird es interessant. So. Die Tatsache, dass der Käfig wieder zugeht, wenn man den Hebel wieder loslässt, das sollte man sich merken. Das wird nämlich später nochmal wichtig. Sieht tatsächlich so aus, als wäre die Arme verletzt. Hey! Maro! Shh, ja! Nein! Oh mein Gott! Dagi! Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was muss ich tun? Was muss ich tun? Sekunde. Ich weiß, was ich tun muss. Genau, das wird jetzt natürlich dann nochmal wichtig. Ich mache den Käfig jetzt nämlich auf. Und mit dem Kleinen locke ich den dann jetzt quasi in den Käfig rein. Kümmste hier rein. Kümmste, kümmste. Schnell raus. Und zu machen. Und da haben wir ihn drin. Haha. So. Keine Sorge, Jungs, sie ist nicht abgehauen. Sie hat euch nur eine Leiter besorgt. Eine Kette. Hey, Nai! So. Der brüllt jetzt da unten noch ein bisschen weiter vor sich hin. Und wir sorgen jetzt dafür, dass die Gute hier runterkommt. Moment. Ach Gott. Steuerung. Steuerungsproblem. So. Gut. Jetzt führen wir sie einmal darüber. So. Zack. So, jetzt kann sie nämlich darüber. Und wir müssen uns das Ganze jetzt aber nochmal zurückziehen. Und da so auf die andere Seite. Ups. Damit wir uns hier eine Brücke machen. Also sonst kommen wir dann nämlich nicht rüber. So. Zack. Okay, bevor ich jetzt hier weitergehe, mache ich nochmal einen ganz kurzen Cut. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da.